Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr mitfeiert. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Der heutige Gottesdienst gibt ein bisschen Wegproviant mit für den Weg durch das Jahr. Wir beginnen es im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Großer Gott, das neue Jahr liegt vor uns, unberührt noch wie frisch gefallener Schnee. Welche Spuren werden wir darin hinterlassen? Was wird dieses Jahr prägen? Wir schauen mit gemischten Gefühlen voraus. Wir bitten dich, lass uns deine Spuren entdecken. Güte sehen und Zuversicht fassen, denn unsere Zeit steht in deinen Händen. Unser Wohl liegt dir am Herzen und deine Barmherzigkeit zeigt uns den Weg. Amen. Der Menschen, die fangen das neue Jahr mit guten Vorsätzen an. Gerade nach den
Festlichkeiten nach Weihnachten? Möchte man mehr Sport treiben? Möchte man mehr draußen sein, wieder weniger Süßigkeiten essen, überhaupt weniger opulent essen und so weiter? Und viele Menschen erleben das, dass man schon in den ersten Tagen des neuen Jahres an diesen Vorsätzen scheitert. Es gibt andere, die starten ganz ohne Vorsätze ins neue Jahr. Vielleicht aus der Erfahrung heraus, es klappt ja doch nicht. Und die Jahreslosung für das neue Jahr, die klingt wie ein guter Vorsatz. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist im Himmel. Ich gebe zu, als ich diese Jahreslosung zum ersten Mal gelesen habe, habe ich innerlich so ein bisschen geseufzt. Die letzten Jahre gab es so schöne Jahreslosungen, so viel Trost, so viel Zuspruch. Ja, und dieses Jahr, diese Jahreslosung, die verlangt was von mir. Und dabei scheitere ich ja schon an meinen eigenen Ansprüchen und Vorsätzen. Ja, und dann merke ich, genau da passt ja die Jahreslosung hin. Zu meinen Ansprüchen und zu meiner Erfahrung, daran zu scheitern. Barmherzig sein, das fängt bei mir selber an. Beginnt da, wo ich mich selbst nicht verurteile, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Fängt da an, wo ich mir selber auch mal einen schlechten Tag zugestehe. Wo ich mir zugestehe, nicht alles zu schaffen. Wo ich nicht versuche, über meine eigenen Grenzen hinaus mich zu belasten. Fängt da an, wo ich beginne, mit Gottes Augen auf mich zu schauen. Denn der schaut barmherzig auf uns. Und das sehe ich da am besten, wo Gott uns auf Augenhöhe begegnet. In Jesus. Das sind nämlich die Jünger zum Beispiel, die am Sabbat, am jüdischen Feiertag, die Ähren auf dem Feld ausraufen, weil sie Hunger haben. Und dann sind da andere Menschen, die sehen das und die rufen, das ist verboten, das darf man nicht am Sabbat. Und Jesus sagt, lass doch mal fünfe gerade sein. Die haben Hunger. Es ist wichtiger, dass man Not lindert, als dass man alle Regeln bis zum i-Tüpfelchen befolgt. Und da ist die Frau, die gesteinigt werden soll. Und die Menschen rufen Ehebruch, Skandal. Und Jesus sagt, seid ihr so anders als sie? Schaut doch mal bei euch. Wer von euch ist ohne Fehler? Da fängt Barmherzigkeit an. Und das will ich üben in diesem Jahr, auch mal fünfe gerade sein zu lassen. Wenn es Not lindert, wenn es wichtig ist, wenn es einem anderen gut tut. Genau hinzuschauen, bevor ich Schuldsteine werfe, bevor ich Schuld zuschiebe. Barmherzigkeit, ich glaube, die gelingt dann, wenn ich mich berühren lasse. Wenn ich anfange mitzuschwingen mit der Erfahrung des anderen, wenn ich mich erreichen lasse. Und es unterscheidet die Barmherzigkeit von der Gleichgültigkeit. Auch wenn die von außen vielleicht so ähnlich aussieht, weil sie auch nicht verurteilt, aber sie lässt sich auch nicht erreichen. Sie bleibt teilnahmslos. Sie hat keine offenen Arme. Die hat nur die Barmherzigkeit, so wie sie Jesus uns vorlebt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist im Himmel. Ich glaube, wir werden diese Jahreslosung brauchen. Nicht nur für die ersten Tage, sondern fürs ganze Jahr. Wir werden dran scheitern, ganz bestimmt. Und wir werden erleben, wie gut es tut, wenn man selbst Barmherzigkeit erfährt. Amen.
wo die tiefsten Schatten sind, lässt Gottes Licht sich sehen. Noch ist es klein, so wie das Kind, vor dem die Hirten stehen. Sie haben nichts als nur verzagte Herzen mitgebracht, aber Gott hat den Himmel aufgemacht in der Nacht. Gott hat heute seinen Himmel aufgemacht. Es wird nicht immer dunkel sein, hat uns das Kind gesagt, auch wenn bis heute die Finsternis vor unseren Augen steigt. Doch wer das Licht bei Jesus sucht, noch in der tiefsten Nacht, der hat sich schon zum Himmel aufgemacht. Er hat bei Nacht sich auf Erden schon zum Himmel aufgemacht. Barmherziger Gott, du gehst unsere Wege mit im neuen Jahr. So bitten wir dich für alle, die ins Ungewisse aufbrechen, die sich sorgen vor dem, was kommt, die schuldig werden. Wir bitten dich für alle, denen Gewalt droht, die schwere Lasten tragen, die dem Tod entgegengehen. Wir bitten dich für alle, die sich freuen, für die Kinder, die geboren werden, für die Menschen, die einander finden. Wir bitten dich für alle, die die Wahrheit lieben, die die Wahrheit verteidigen, die um der Wahrheit willen verfolgt werden. Wir bitten dich für alle, die zu dir gehören, für deine weltweite Kirche, und für die Gemeinden vor Ort, für die Gemeinschaften, in denen wir leben, für unsere Freunde, für unsere Feinde, für unsere Lieben. Du bist bei uns auf den Wegen ins neue Jahr. Darum beten wir mit den Worten Jesu Christi. Vater unser im Himmel, geherrlicht werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hallelujah.
segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.